Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Blau. Ja, wir haben letztes Mal nicht Prisma in der City erreicht, was ich sehr schade fand. Aber wir können das natürlich jetzt nochmal versuchen oder beziehungsweise fortsetzen, indem wir einfach weitermachen. Weitermachen ganz normal, wie das halt so gewohnt ist. Ich mag Nidoran sehr. Hat die nur die Nidoran-Sammlung? Wieso habe ich hier Mirablas im Kopf? Vielleicht enttäuscht sie mich jetzt auch nicht. Ne, sie enttäuscht mich. Zwei Nidorans. So, beim letzten Mal haben wir Nucleotexo trainiert. Das wird doch so weiterhin bleiben. Weil ich ihn auch für die Arena brauche. Das ist ein Grund. Und zum zweiten ist, der braucht noch eine anständige Attacke. Und Schlitzer, das möchte ich dann doch schon für die Arena eigentlich gerne haben. Da kann ich auf gut eigentlich verzichten. Dann kann ich eigentlich auf meinen Typvorteil im Großen und Ganzen dann doch groß verzichten. 31, nice. Immer noch kein Level. Nidorina. Och, das sieht auch süß aus. Das ist so angriffslustig irgendwie. Oh, ganz stark Verbrennung. Ja, mach ruhig deinen Rutenschlag. Das sieht eigentlich nur aus, als dass es wackelt. Und nicht mit dem Schwanz wackelt. Heißt das die Rute? Nochmal ein. Okay, die Attacke steht daneben. Okay, passt. Passt soweit und tschüss. So, Geraupe, sie kein Mirapla dabei. Warum eigentlich nicht? Warum ist ja kein Mirapla dabei? Ich glaube, ein Trainer kommt noch. Ein oder zwei. Genau, mit dem kann man nämlich auch hier diesen Mew-Glitch machen. Zwei. Da oben steht auch noch einer, okay. Ja, komm, ich mach den trotzdem fertig. Die Spiele mögen beginnen. Man kann nämlich von dem Haus einfach nach unten gehen und sich auch wegteleportieren. Dann funktioniert der Glitch nämlich auch. Ein Quapsel. Nicht schön. Ein Kratzer, bitte. Das wird wahrscheinlich eine Aquaknarre können. Es ist aber ein To-It. Fragezeichen. Hypnose auch ganz schlimm. Das könnte bei Quapo fies werden, aber Quapo ist allgemein mit dem Kampftyp echt nicht mehr gut hier. Der reine Wassertyp macht, würde Quapo hier in erster Linie, glaube ich, mehr Vorteile bringen. Hat da nämlich nur zwei Schwächen, weil die Psychoschwäche kommt erheblich dazu. Wie auch geil. Drei Tropfen auf ein Glutexo. Das ist nicht mal ein To-It. Das ist ganz schlecht. Blubber könnte auf meine Innet gehen. 12 KP durchquit. Und meine Innet ist gesunken. Schlecht. Und dadurch ist das Quaps auf einmal schneller. Noch ein Quit. Komm, es gibt auch ein Quit. Quaps hat keine höhere. Wohl doch könnte eine höhere Innet-Basiswert haben als ich. Quapuzzi. Wir bleiben draußen. Wir können aber sofort wechseln auf Utrigaria. Die Erfahrung soll das nämlich mitnehmen. Gut, die Aquaknarre gehört gar nicht. Da wird mein Trigaria eher bewässert. Ja, Quapuzzi ist deutlich schneller als ein Trigaria. Aber der Ranghieb, der tut schmerzhaft weh. Ich glaube, der Volltreffer war nicht mal nötig. Okay, Trigaria reicht auch Level 30. Sehr schön. Und der Spieler hat ihn besiegt. Beziehungsweise, ja, der Spieler hat den Spieler besiegt. Könnte man jetzt meinen. So. Ich glaube, den Trainer habe ich sonst immer nie gesehen, weil der in der Ecke steht. Weil ich sonst immer quer ins Haus schon durchgerannt bin. Deswegen hat er mir nichts mehr gesagt. Der andere sagte mir noch was. Das ist ein Streber mit vier Pokémon, Alter. Die kriegen immer mehr Pokémon hier. Level 20. Und wir sind Level 31. Gut, ich werde irgendwann... Irgendwann werde ich dafür sorgen müssen, dass ich radikal level, weil bei Level 50 soll ja Schluss sein. Weil ich die Pokémon ja brauche. Bis Level 5. Oder ich mache ein Safe-Set und... Ja gut, ich muss die auf jeden Fall lagern. Ab da wird es dann kritisch. Ab da muss ich dann radikal irgendwann richtig trainieren. Starmie muss ich auch noch trainieren. Janera und Tauros sowieso. Aber die Top 4 werden dann nicht einfach werden. Reicht dann noch andere... Ich muss ja noch andere Pokémon nachtrainieren. Okay, das finde ich das große Problem. Sondern man kann mit dem Emulator nämlich sehr gut... das Ganze sehr schnell beschleunigen. Ultraschall. Nein. Zieht 17 sichere KP ab, unabhängig von dem Angriff und der Verteidigung der jeweiligen Pokémon. Einfach ätzend solche Attacken, die wirklich kontinuierlich Schaden machen. 32 schon. Und immer noch kein Schlitzer. Och Gottchen, ey. Ja, Glutexo, der übernimmt jetzt langsam Oberwasser. Ist aber auch gut. Tackle. Das ist ein Quit, ey.
Ein Crit. Und ich krieg keinen. Wieder ein Crit. Pass auf. Nee, doch nicht. Tschüss. Komm, verschwinde. Vor allem, bis wir die vierte Arena machen, dauert es eigentlich noch. Also, ich glaube, der Weg von der dritten zur vierten ist, glaube ich, am längsten. Ich glaube, der ist der längste Weg. Oh, die Musik schlägt wieder an. Und zwar, die schlägt richtig an. So, jetzt sind wir gleich im Prinzip. Ist eigentlich so ein Tunnelfahrt, der unter und das davor in der City geleitet wird, weil rechts ist ja Saphonia City. Aber übrigens, das machen wir jetzt als nächstes. Wir holen uns mal ganz kurz, damit wir den Weg frei machen können. Wir sehen nämlich jetzt in Prismania City. Gibt es nämlich das Einkaufszentrum. Und ich werde bei mir auf jeden Fall jetzt schon mal einen Wasserscan und einen Blattscan kurz besorgen. Dann können wir schon mal unser Utrigarga weiterentwickeln, so seit 10 Jahren. Dann haben wir das eigentlich schon abgearbeitet. Oh, jetzt habe ich bei mir den falschen Zettel gelegen. Fällt mir mal gerade so auf. Das ist natürlich nicht gut. Wo habe ich jetzt einen anderen Zettel? Ach, der liegt auf meinem Bett. Da liegt der gut. Da liegt der sehr, sehr gut. Vorbereitung ist wieder das halbe Leben. Das halbe Leben. Ja, der liegt auf meinem Bett. Genau. Weil ich habe ja noch den alten Zettel. Ich gehe mit dem alten Team. Dann habe ich da nochmal ein bisschen drum rumgewurschtelt. Dann habe ich das nochmal neu gemacht. Es geht in Satzen, ja. Mega Sorge. Kriegen wir gerade Body Slam, TM und Schlagbundenwachstum haben wir schon. Also können wir das getrost weiterentwickeln. Und hier gibt es auch noch Steine. Das war in der nächsten Generation eigentlich nicht mehr der Fall. Deswegen werden wir zum ersten Mal in den Markt hier reingehen. Dieses große Einkaufszentrum. Hier können wir jetzt richtig shoppen. Und einmal richtig shoppen bedeutet einmal von oben bis nach unten. Was gab es hier nochmal? Ich glaube, das war ein normaler Laden oder. Ne, gibt's TMs. Scheiße, ich kenne jetzt nicht alle auswendig. Ich muss da echt mal ganz kurz eine TM-Liste öffnen, damit ich weiß, deswegen hört ihr mal ganz kurz keinen Ton auf den Kopfhörern, ihr hört quasi nur mich, weil das ist ätzend, weil dann kann ich überlegen, ob ich mir was besorgen soll oder nicht. Wir haben hier TM2, das ist Klingensturm, TM3 wäre Schwertanz, ich glaube TM1 ist Mega Hieb. TM09 ist Bodycheck, kann ich auch nicht gewonnen. TM17 ist Überroller. Die stärkste Kampfattacke 37 ist Eierbombe. Okay. Bringt mir jetzt auch nicht. Was sind 7? Hornbohrer. Dann haben wir noch 32 und 33. Doppelteam und Reflektor. Super. Da ist nichts. Das ist ja nichts Einschränkiges dabei. Vielleicht noch Bodycheck, aber das ist ja ein Rückzugsschlag. TM05 ist Megakick, okay. Aber ist so ungenau. Okay, hat sich erledigt. Du bringst mir gar nichts. Was hast du noch? Superball, Beleber, Supertrank, aber kein Hyperheiler und noch kein Hyperheiler. Können wir nicht gebrauchen. Nächste Etage zum Shoppen. Ja, gehen einmal shoppen. Warst du das nicht mit den Skyen? TM18 ist... Konter. Kannst du behalten, ey, ganz ehrlich. Konter, ey. Oder war der das... Ja, war ja mit der Skyne verkauft. Ja, genau der hier. Ich brauche einen Wasserscanner. Oh Gott, die sind ja noch relativ billig, ey. Ich brauche einen Wasserscanner und ich brauche einen Blattscan. So. Dann können wir mal ganz kurz unter Utrigarga weiterentwickeln. Blattscan. Utrigarga. Hey, Utrigarga entwickelt sich. Sehr schön, Satzenia. So, erstes Pokémon damit schon mal eigentlich complete. Complete, oh yeah. Hat natürlich immer seine... Ja, geil. Einsatz 10, ja. Wir schauen uns mal kurz die Werte an. Die werden natürlich jetzt nochmal bombastisch, glaube ich, steigen. Bombastisch steigen. 100 KP. Geil. Das erste Pokémon, was dreistellige KP hat. Und das bei Level 30. Schön. Level 25 ist ungefähr die Hälfte. Und 76 speziell. Okay, ist jetzt nicht gerade die Welt. Aber es hat ja auch unser Geowatz in etwa. Ja, so viele Pokémon kann ich nicht mehr weiterentwickeln, genau. Jetzt müssen wir nochmal weiter hoch. Also jetzt habe ich einen Wasserstein schon mal für Starmie. Okay, geht noch eine Etage hoch, genau. Bis ganz oben, was könnt ihr mir hier verticken? Es gibt auch noch TMs, die ich nicht brauche. Ach, nee. Ja, okay. Nein, brauche ich jetzt Ready. Das ist A, zu teuer noch für mich. Und B, das mache ich ganz zum Schluss. Noch die ganzen X-Sachen hast du. Ne, brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist nicht immer shoppen, ja. Die Hälfte brauchen wir nicht.
Ich glaube, du gabst hier was. Du gabst, glaube ich, hier, gab der nicht hier, Eischkral? Gab's hier nicht irgendeine Eischkral? Oder gab's, ne, du gabst Eischkral, oder? Ich bin durstig, ein Königreich. Ach ja, genau, die muss man, ja. Das sind Automaten, da muss man erstmal wissen. So, ich kaufe jetzt erstmal hier ein bisschen ein. Die Limonaden werden wir gleich auch noch einkaufen. Ich glaube, drei will die, oder? Ich brauche da noch ein viertes, glaube ich, für... Ich brauche noch ein viertes, das weiß ich. Ich brauche noch ein viertes, damit wir nach von der City kommen. So. Ja, ich gebe den, ja, bitteschön. Ja, komm. Okay. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Gibt ihr uns noch mehr? Ja, genau. Mhm. An dem einen Text hat man nichts geändert. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Tag mehr, was ich wollte, die Bananen haben, weil die Bananen sind erstmal billiger. Sind billiger und füllen mehr auf. Mehr KP als ein Supertrank. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch keine Supertränke gekauft. Das fiel mir dann, glaube ich, nochmal ein. Das muss man aber auch erstmal wissen. Ich glaube, Limonaden füllt bis zu 80 auf. Oder 70. 70 oder 80 KP. So. Dass man hier nicht mehr kaufen kann, ist so ätzend. Ich war der ganze Automaten eigentlich leer. Komm, eine noch. Eine geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Und das Tafelwasser können wir auch noch verwenden. Gut, das ist zwar ein Platz. Behinderer. Oder wir haben einen Platz weniger, aber wie gesagt, ich will nochmal kurz nach Urania City versuchen, echt. Ich glaube, der gibt mir nicht die normale Angel. Bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Ich habe doch ein Fahrrad. Wir verlassen mal ganz kurz Prismania City. Oh, yeah. So. Dann einmal hier unten lang. Genau. Ich bin am Verdursten. Na, was? Das Getränk ist für mich. Vielen Dank. Vor allem, man kann ihm aussuchen. Da darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. So, das ist jetzt das Geile da dran. Jetzt haben wir hier quasi die Querverbindung erreicht. Ja, aber die blockieren. Team Rocket hat hier quasi die Stadt eingenommen und blockieren die ganzen Häuser hier. Auch die Arena. Deswegen kommen wir da noch nicht rein. Kommen wir denn hier schon rein? Ja, was willst denn du? Ich bin aber echt, ja, verliert er sich hier nicht rein. Genau, hier müssen wir nämlich rein, weil das ist, das Leibkopf, da, das ist das Bürogebäude. Da müssen wir auch rein, da kriegen wir auch ein wichtiges Item. Später, aber das war jetzt eigentlich nur ein ganz kurzer Abschrecker, denn hier geht's nochmal nach unten. Aber das ist eigentlich die erste Tat, die man eigentlich machen sollte, wenn man, einmal hier war. Im Prismania, dass sie sich ein Getränk oben holen, dann ganz schnell mal hier die Abkürzung nach Azuria, nach Urania City, nach Schieß mich tot, überall erstmal die Abkürzungen freischalten. Hier gibt es nämlich eine Angel. Ach, der ist der Profi-Angel. Ja, ich angle auch gerne. Nimm das hier und geh ein. Ach, der gibt mir eine normale Angel. Nein! Ach, Moment mal. Ich glaube, ich. Warte mal kurz. Ich glaube, auf den Weg. War das unten? Ne, ich glaube, das war unter Relaxer, ne? Normale Angel brauche ich nicht, da kannst du nur Carpados mitfangen. Scheiße, das war umsonst. Warte, die zweite Angel, wo gibt es die dritte Angel? Gab es die in Frusania City? Scheiße, wo gab es die dritte Angel? Ich weiß, dass die eine Angel. Oh, die ist unter dem Relaxo, die ist unter dem Relaxo. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb schreibt irgendwelche in die Kommentare. Nein, die ist über den Relaxo. Also in der Nähe von Lavandier und nicht auf dem Weg nach Frusania City. Bin mir da jetzt aber gerade echt nicht sicher. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt nachschauen. Wir wollen die Arena machen, wenn wir uns an den Gedenken. Nein, eben nicht. Wir gehen in eine Spielhalle rein. Weil ich möchte eine Runde zocken mit euch. In der Rocket Spielhalle, benötigte Spielmünzen für 1150, ja. Münzkorb, gabst du mir nicht den Münzkorb? Ja. Hä? Okay, dann besiegen wir dich erstmal. Du bist ja nämlich so aufwendig. Ich verschwinde von der Poster oder ich muss. Da ist nämlich ein geheimer Schalter versteckt. Wir machen erstmal Team Rocket hier.
Wir vertreiben erstmal Team Rocket. Ich glaube, dann können wir auch gleich nach Fuß sein, dass sie die nochmal in den Arsch treten. Radikal Level 20 ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Und der Ball ist eigentlich schon wieder rum. 33, ja gut, den Einpart habe ich ein bisschen länger gemacht. Wo war's das? Ein Zubat hat der auch noch. Ein überflüssiges Zubat. Tschüss. Naja, nicht ganz. Blutsauger. Das Blut schmeckt bestimmt ganz gut. Und das interessiert, glaube ich, ein Glutex sich wenig. Ich glaube, der wird 33. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. 33, 34, irgendwo sowas um den Dreh. Ich glaube nicht die Entwicklung, aber ich muss dem Boss sagen, dass unser Waschgegner entdeckt werden könnte. Genau, könnte. Denn hier ist ein Schalter. Seltsam, hinter dem Bus ist ein Schalter. Mal sehen. Und dann kommt hier der geheime Gang. Aber ich will jetzt einen Münzkorb haben. Gib mir einen Münzkorb. Ja, ich möchte einen Münzkorb haben. Gab's denn den? Hör mir zu, man sagt, das ist deine... Gehört den Team Rocket. Ja. Ja. Weißt du, was der Münzkorb war? Oder gab mir hier irgendjemand den Münzkorb? Nein, ihr habt eine gleiche Gewinnchance. Hey, du hast Wichtigeres zu tun. Champion heißt Erika, sie drehen nicht von uns ein Pokémon. Ja. Komm. Man sollte sie nicht unterschätzen. Ich habe sie schon. Ich unterschätze sie schon. Hätte ich das mal Spaß? Hä? Darüber habe ich das Spiel echt lange nicht mehr gespielt, weil wer gibt mir den Münzkorb hier? Ich habe den Münzkorb vergessen. Wo gab es denn hier den Münzkorb? Das ist jetzt gerade eine Schweinerei, hä? Die gibt mir auch nicht den Münzkorb. Der lag aber hier nirgendwo rum. Die lagen auch nur Münzen verschreut rum auf dem Boden. Aber wo gab's den Münzkorb? Oder gabst du mir den oder gab mir den anderen? Guck mal kurz, was es hier für TMs gibt. Ich hatte heute eine Glücksschräne. Ich glaube, hier gibt's auch TMs. Wer gibt mir denn den Münzkorb? Wer gab mir den Münzkorb? Super, der labert auch nur irgendwas von Preise eintauschen. Oder gab es denn da unten bei Team Rocket? Oh, gab es den Münzkorb? Ich möchte eine Runde zocken mit euch. Oh, das mache ich schon. Wir machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Blau.